selbst vor. Ich bin Carsten Bruns, komme hier selber auch aus dem Emsland, bin mittlerweile, weiß ich gar nicht wie alt, 32 glaube ich, reise viel durch die Gegend, mache viele Projekte und das im überwiegenden im Bereich Enterprise Mobility Management und Citrix NetScaler. Synapse und Zen Desktop habe ich auch mal gemacht, deswegen steht da noch ein bisschen was. Ich schreibe hin und wieder mal einen Blogartikel, freue mich über jeden Besucher. Kontaktinformationen gibt es dann auch hinterher. Ja, mein Name ist Jens Trendelkamp. Arbeite ebenfalls bei Sepago, bin auch als Consultant im Bereich Citrix unterwegs, hauptsächlich klassisches Synapse Zen Desktop und halt Mobility. Dort bin ich mittlerweile nicht nur auf Citrix beschränkt. Ja, blogge hin und wieder auch ein bisschen. So viel zu mir. Wie alt bist du? Noch 34. Oh, bist du alt? Ja, was könnt ihr heute von unserem Vortrag erwarten? Zum einen wollen wir erstmal so ein bisschen Basiswissen schaffen. Das wollen wir verhältnismäßig kurz halten. Was ist das überhaupt? Was macht man da? Was kann man sich darunter vorstellen? Dann wollen wir kurz auf Zen Mobile und das Intune eingehen. Und Microsoft. Genau. Microsoft Intune. Genau, das machen wir auch noch. Wird relativ kurz sein. Wir zeigen heute keine Demos, weil wir unsere Demos so jeder 25 Minuten, dann würden wir den Rahmen sprengen, glaube ich, ein bisschen. Wer da hinterher was zu sehen will, kann das gerne bei uns direkt sehen. Wo wir dann im Wesentlichen drauf eingehen wollen, ist eigentlich, wofür brauche ich das, wofür ist das Zeug überhaupt da und ist es überhaupt sinnvoll für mich oder mein Unternehmen? Erstmal möchte ich ein bisschen auf die Historie eingehen. Was bezeichnen wir überhaupt als mobiles Endgerät? Ist das hier so ein schickes Telefon oder ein anderes schickes Telefon oder vielleicht ein Tablet oder ist es vielleicht auch einfach hier ein Notebook? Was wird in meinem Unternehmen als mobiles Endgerät dargestellt? Das kann in der Definition wirklich unterschiedlich sein. Im Wesentlichen werden wir uns darauf beschränken, alles was so Tablet und Telefon ist. Das ist so unsere Definition von mobilen Endgeräten, weil für Notebooks hat man meistens schon irgendeine Art von Verwaltung. Viel ist es so, dass die mobilen Endgeräte, die wir haben, von Benutzern beeinflusst werden. Das heißt also, der Benutzer gibt mittlerweile der IT vor, ich hätte gerne das und das. Es ist nicht mehr so, dass die IT sagt, du bekommst jetzt ein BlackBerry oder du bekommst jetzt ein Android-Phone. Häufig ist es halt so, dass auch gerade so die oberen Führungsetagen sagen, ich finde mein iPhone viel cooler als den BlackBerry, den ich von der Firma habe. Ich möchte aber gar keine zwei Geräte mit mir rumschleppen. Ich möchte abends zu Hause auf dem Sofa sitzen und über mein Tablet meine E-Mails abrufen können. Ich möchte damit arbeiten können. Und das ist eben halt das, was viele Enterprise Mobility Management Projekte vorantreibt. Ich muss irgendwie versuchen, diese Geräte in mein Unternehmen zu kriegen. Auch die mobilen Endgeräte haben sich verändert. Wer kennt es noch? So aus dieser Richtung kommt, sehr klobig, sehr groß. Dann sind die Geräte immer kleiner geworden. Man konnte damit telefonieren, man konnte SMS schreiben, aber SMS schreiben ist irgendwie nicht mehr cool. Und dann sind die Geräte immer größer geworden. Also an der Stelle hat man nämlich gemerkt, aus so einem größeren Display kann man viel besser Pornos gucken. Deswegen sind die Displays immer wieder größer geworden. Ja, das sieht man auch in einigen Statistiken. Auch die Nutzung über 45 Jahre steigt immer weiter an von mobilen Endgeräten. Und gerade hier in dem Bereich selbst Jüngere von 10- bis 15-Jährige nutzen immer mehr smarte Geräte. Das hat Auswirkungen auf Unternehmen. Das ist das, was demnächst unsere Zukunft ist. Die werden mit diesen Geräten und mit dieser mobilen Funktionalität groß. Das wollen die im Unternehmen wiederfinden. Nochmal eine andere Statistik, welche Betriebssysteme im Moment im Einsatz sind. Überwiegend ist das in Deutschland Android. Deutschland ist ein Android-Land. Vereinzelt findet man noch iOS-Geräte, immer mehr im Kommen. Prognostiziert wird das Windows Phone auch weiter Fahrt aufnehmen, einfach weil es gratis ist. Ich kann mein Windows Phone 10, so die Informationen von Microsoft, auf jedem x-beliebigen Gerät
von einer Displaygröße kleiner 8 Zoll gratis betreiben. Und das auch auf dem Android-Telefon. Das heißt also, wenn ich auf dem Android keine Lust mehr auf Android habe, kann ich mir ein Windows Phone installieren. BlackBerry hat immer noch eine Bedeutung, gerade in Konzernen, weil man in Konzernen halt nicht sagt, ich reiße meine komplette Infrastruktur einfach ab und stelle was Neues dahin. Meistens wird dann einfach was daneben gestellt. Und dann gibt es noch irgendwie andere, whatever, alte Symbian-Systeme. Hier sieht man nochmal, wie Android im Prinzip in den Markt reingedrängt worden ist. iOS war schon immer da, nimmt aber jetzt wieder ein bisschen ab. Vielleicht wäre es jetzt mit iOS 9 ja besser, glaube ich, nicht dran. Aber okay, hier nochmal die Nutzung. Nokia auch ganz stark abgenommen von 2007 bis 2010. Das dürfte jetzt mittlerweile hier unten irgendwo auf dem Tiefpunkt angekommen sein, weil diese alten Telefone einfach gar nicht mehr vorhanden sind. Alle Statistiken haben eins gemeinsam. Sie zeigen uns, wir müssen uns in diesem Markt einfach mehr bewegen, weil wir immer mehr Smart Devices bekommen und die Leute diese ins Unternehmen mitbringen wollen, vielleicht. Oder das Unternehmen eben halt vor die Wahl stellen. Ja, also wenn ich jetzt hier nicht irgendwie was Vernünftiges kriege zum Arbeiten, mobil sein kann, dann muss ich mir halt was anderes ausdenken. Und dann ist die Frage, wollen wir das? Ja, bin ich schon dran. Was genau ist denn jetzt EMM überhaupt in dem Bereich? Ja, fangen wir mal ganz klassisch an mit dem, einfach das Gerät zu verwalten. Wir möchten Richtlinien auf das Gerät pushen, zum Beispiel eine Kamera ausstellen, wir möchten vielleicht ein WLAN konfigurieren. Fällt auf jeden Fall runter, was wir machen möchten. Wir möchten, dass mit den Geräten die Richtlinien unternehmenssicher auf jeden Fall eingehalten werden. Mittlerweile hat man mit den Geräten so viele Möglichkeiten, dass man Daten aus dem Unternehmen raustragen kann. Und das möchten wir natürlich unterbinden oder zumindest immerhin einschränken, sofern es denn möglich ist. Steigerung der Usability ist mittlerweile je nach Konzern durchaus ein sehr großer Faktor beim Endanwender. Es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn der User mit seinem Gerät irgendwie beschnitten wird, dass er halt nicht wirklich produktiv arbeiten kann in seinem Sinne. Das ist halt, ja, gerade deshalb sind iOS-Geräte so stark in manchen Unternehmen vertreten, weil die einfach für die User, die kann es von zu Hause, sie wissen, was sie machen müssen oder sie wissen, wie sie mit ihre Workflows damit abbilden können und prompt ist das iPad im Unternehmen drin und hat die E-Mails drauf. Im schlimmsten Fall sogar noch weitere Dokumente und ja, möchten wir halt einfach unterbinden oder auf jeden Fall regeln diesen Punkt. Wie gerade schon erwähnt, die Bring-Your-Own-Szenarien, das eigene iPad, das eigene iPhone. Ja, wer möchte schon lieber ein Windows-Phone haben, wenn er zu Hause ein iPad hat oder sein iPhone hat? Dann möchte er am liebsten mit dem Gerät weiterarbeiten. So geht es mir zumindest. Ist nicht immer so der Fall, aber ja. Seht uns also Arbeiten, Homeoffice, wie Zertix das sagt, was war das? Anywhere, die drei Annies irgendwie? Ja, anywhere, any place. Genau, also man möchte von überall mit allen Geräten arbeiten können. Verteilung von mobiler Apps. Irgendwie müssen halt auch die Line-of-Business-Apps, die wir selbst entwickelt haben, halt auf die Geräte draufkommen. Und das ist halt nicht immer über die Public-App-Stores gewünscht. Sprich, da brauchen wir halt auch irgendwelche Tools oder Möglichkeiten. Ja, abschließend neue Bereitstellungstechnologien. Irgendwie müssen die Geräte ja auch mal bereitgestellt werden, eingerichtet werden für die Nutzer, die halt nicht wirklich technikaffin sind. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Es gibt dann noch so kleine drei Bereiche innerhalb des EMM. Das ist zum einen das Mobile Device Management. Heißt wirklich klassisch, ich verwalte mein Gerät. Ich möchte meine Kameras abschalten, halt was man alles so gerne machen möchte. Wir können Zertifikate auf die Geräte pushen. Oder halt die E-Mail-Verschlüsselung forcieren. Eine rudimentäre Applikationsverteilung zum immerhin bieten. Und was wir halt nicht können, dass wir diese Anwendung wirklich verwalten können. Wir können sie einfach draufpushen, dann sind sie da, aber nicht mehr unter unserer Hoheit. Und wir haben halt keine Kontrolle, was zum Beispiel das Firmen-Office mit dem privaten E-Mail-Programm macht. Ja, keine Trennung von privater und arbeitsrelevanten Daten. Da kommt dann so ein bisschen schon mal noch ein schönes Bild, das Mobile Application Management ins Spiel. Und das heißt wirklich, dass wir unsere Applikationen verteilen können und diese halt auch im Detail verwalten können.
Sprich, wir können Nutzer darauf berechtigen, können steuern, ob diese Anwendungen irgendwelche Daten austauschen dürfen oder ob in der Sandbox laufen. Wir können pro Applikation zum Beispiel die Kamera abschalten oder dass Bildschirme, Screenshots gemacht werden können. Wir haben hier die Kontrolle über die Inter-App-Kommunikation, haben hier auch natürlich wieder die Trennung zwischen Work und Privat. Wir können halt keine Geräte mitverwalten, ganz logisch, keine Zertifikatsverwaltung. Und dann kommen wir auch schon nochmal ein Bild dazu, wie sich das darstellt. Und dann sind wir schon beim dritten Punkt, dem Information Management. Das heißt wirklich, dass wir dann den Zugriff auf die Daten, mit denen wir dann arbeiten, in irgendeiner Weise steuern können und regeln können. Das heißt, den Zugriff auf die Daten und halt insbesondere das Editieren, falls es überhaupt gewünscht ist. Und wir können steuern, inwiefern die Apps mit den, inwiefern die Apps untereinander überhaupt miteinander wirklich reden dürfen. Sprich, darf ich von dem Facebook aus auf meinen Firmenaccount, meinen Mail-Account? Sowas kann damit sehr schön gesteuert werden. Der Austausch von Daten. Auch hier wieder Privat- und Berufsleben getrennt. Und nochmal ein kleines Bild dazu. Ja, ich persönlich betrachte Enterprise Mobility Management als Strategie. Das ist nicht einfach nur ein Tool, mit dem ich irgendwas, ein Gerät, völlig zunagel und dicht mache und einfach sage, okay, der User kriegt ein iPhone, aber darf keine Applikationen installieren. Der User wird dieses iPhone niemals akzeptieren. Deswegen sage ich, dass das eine Strategie sein sollte. Man muss eben halt verhindern, dass man irgendwelche Silo-Lösungen sich schafft und sagt, okay, ich habe ein Device-Management-System von Anbieter A, ich habe ein Applikationsverteilungssystem von Anbieter B und meine Daten mache ich mit Anbieter C und die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Systemen funktioniert nicht, dann wird es auf dem Endgerät auch nicht funktionieren und ich habe wieder das Problem, dass die Benutzer eben halt dieses Endgerät nicht akzeptieren werden. Ich muss Prozesse in meinem Unternehmen schaffen, damit ich überhaupt diese mobilen Endgeräte auch anbieten kann, weil ohne einen vernünftigen Prozess kann ich eben halt nicht diese Geräte ausrollen und auch sagen, der User darf jetzt das machen, der darf das machen und der kriegt die und die Applikation. Und vor allen Dingen, wie soll so ein Prozess überhaupt vonstatten gehen? Das ist in vielen Unternehmen einfach überhaupt nicht vorhanden, weil das eine relativ neue Technologie ist. Das heißt also, man muss sich im Vorfeld bei Mobile Device Management oder Enterprise Mobility Management eben halt über die Prozesse wirklich Gedanken machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte damit mobiles Arbeiten ermöglichen. Ich will eine ganzheitliche Lösung haben und das natürlich nach Möglichkeit unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsrichtlinien. Ich sage da immer sehr viel, so dieses Dropbox-Problem, das haben alle Unternehmen, da bin ich mir sicher. Wenn ich irgendwie auf meine Daten zu Hause zugreifen möchte, wie mache ich das? Ich mache mir einen Dropbox-Account und schiebe die Daten da rein. Okay, jetzt gehe ich hin und sperre Dropbox. Funktioniert nicht mehr. Was mache ich? Ich schreibe mir einfach eine E-Mail an meinen privaten E-Mail-Account und hänge die Datei da dran. Und Leute machen das. Vielleicht auch ohne wirklich böse Absichten zu haben, aber können wir gewährleisten, dass auf dem Heim-PC genau die gleiche Sicherheit ist, die ich auch in meinem Unternehmen habe? Ja, wie ich schon gesagt habe, die Schaffung der Prozesse ist wirklich immens wichtig. So, mein Part, ZenMobile, kurz vorstellen. Was ist das? Wir haben uns für zwei Produkte entschieden. Zum einen Citrix ZenMobile, zum anderen Intune, weil es zwei unterschiedliche Herangehensweisen und Strukturen aufweist, wie man eben halt mobile Endgeräte managen kann. Wir können auch hinterher gerne noch einen Vergleich dazu machen. Passt ganz gut. Ich habe hier wirklich ein Device-Management, wo ich sagen kann, okay, ich möchte hier ein Passwort auf meinem Gerät haben, ich möchte folgende Dinge irgendwie abschalten, also volle Kontrolle über das Endgerät. Inwieweit ich das Endgerät einschränken möchte, ist meiner Firma selber überlassen. Ich kann nur den Tipp geben, man sollte es nicht zu stark einschränken. Sonst akzeptieren die User das nicht und werden das Gerät nicht benutzen. Dann werden die wieder sagen, okay, dann kann ich auch mein privates Gerät benutzen, dann kann ich mir wieder die E-Mail schreiben und dann habe ich die Daten eben halt auf meinem privaten Telefon. Weil damit kann ich alles machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Firmentelefon bekomme und mein Chef mir sagt, du darfst da kein Facebook drauf installieren,
Dann würde ich sagen, hier, kannst das Telefon behalten, will ich nicht haben. Und das geht vielen Benutzern so. Bei vielen Benutzern kann ich das aber auch einschränken und sagen, das ist für die berufliche Nutzung, da brauchst du das nicht. Jetzt kann man ihm natürlich auch sagen, das ist für dich ein Gimmick, du darfst das nutzen und der Mitarbeiter ist viel zufriedener. Andersrum ist es, ich möchte denjenigen sehen, der sich vor den Vorstand stellt und sagt, das ist dein Firmentelefon und du darfst kein Facebook und kein WhatsApp nutzen. Macht keiner. Application Management, auch das bietet Citrix. Citrix bietet hier die Möglichkeit, verschiedene eigene Applikationen bereitzustellen, die ich eben halt in einer Sandbox auf meinem Endgerät laufen lassen kann. Relativ cooler Mechanismus, weil ich so wirklich abschirmen kann, was gehört mir, welche Daten gehören mir, die Sachen sind verschlüsselt, AES-256 und liegen so eben halt auf meinem Telefon. Ist das Telefon weg, kann ich einfach nur die Daten löschen. Und für seine privaten Daten ist er selbst verantwortlich. Das heißt also, für meinen Standpunkt ist es so, dass ich immer beides betrachten sollte. Ich sollte sowohl das Device managen und sagen, okay, du solltest zumindest ein Passcode drauf haben und du solltest vielleicht noch ein WLAN eingerichtet haben und, und. Und zusätzlich mache ich es ihm einfach, indem ich die Applikationen bereitstelle und sage, die laufen halt in der Sandbox und du kannst mit dem Gerät sonst machen, was du möchtest. So kurz, was bringt Citrix mit? Das ist Works Mail, das ist ein Mail-Programm, ist Works Web, relativ praktisch, weil ich darüber einen VPN-Tunnel in mein Unternehmen aufbauen kann und direkt auf Intranet-Sites zugreifen kann. Für viele Unternehmen relativ interessant, weil sie dann den SharePoint nicht mehr nach außen publishen müssen und vielleicht andere Intranet-Applikationen, die sie selbst hosten, brauchen sie dann nicht mehr. Ich möchte nicht auf alle Applikationen eingehen, weil es sind wahnsinnig viele. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe im Prinzip eine IPA-Datei oder APK-Datei, schmeiße sie in mein MDX-Toolkit, das ist ein Tool, das läuft auf Mac und der macht daraus dann im Prinzip einen Container und diesen Container kann ich mit Policies versehen. Policies wären zum Beispiel Inter-App-Kommunikation, ich kann in dieser Policy definieren, was darf die Applikation, mit welcher Applikation darf diese Applikation sprechen. Und Single Sign-On. Das heißt also, ich authentifiziere mich einmal an einer Applikation und kann alle weiteren während meines eingestellten Token-Lifetime eben halt weiter nutzen. Welche Apps gibt's? Gehe ich ganz schnell drüber hinweg, hat keiner gesehen, weil die Folie noch ein bisschen veraltet ist. Citrix hat gerade neue rausgebracht. Also es gibt eben halt einen Webbrowser, es gibt einen Mail-Client, es gibt eine Notiz-App, es gibt einen Editor, es gibt wahnsinnig viele Sachen, viel zu viel, um alles hier zu erzählen. Wie ist das aufgebaut? Relativ einfach, habe hier mein Endgerät, habe hier einen Client drauf. In diesem Client, der bringt im Prinzip diese Sandbox mit, laufen meine einzelnen Applikationen, baue über den Netscaler einen Tunnel ins Unternehmen auf. Und ja, in dieser Version ist der Netscaler wirklich zwingend, den brauche ich. Habe hier meinen Xen Mobile Server im Unternehmen, der macht im Prinzip die Verwaltung von dem Gerät und eben halt auch das Steuern, welche Applikationen sollen auf das Gerät, welche werden da drauf gepusht, welche Policies sind da und das alles passiert genau hier. Dann kann ich optional hier noch einen Citrix Storefront dranhängen und kann da dann auch noch meine Xen App und Xen Desktop Infrastruktur mit auf die mobilen Geräte draufbringen, was den Vorteil hat, dass ich natürlich auch hier hinten dann noch einen Single Sign-On habe. Heißt, ich authentifiziere mich hier einmal an meinem Mail-Programm und kann trotzdem auch noch zusätzlich meinen virtuellen Desktop öffnen. Dazu kommt noch ShareFile. ShareFile, gehe ich auch noch ganz kurz drauf ein, ist ein Tool, mit dem ich Daten austauschen kann. Kurz gesagt, Enterprise Dropbox mit ein paar mehr Funktionalitäten. Heißt also, der Client hier auf dieser Seite hat die Möglichkeit, hier Daten herzubeziehen. Vorteil und warum ist das Enterprise? Ich kann bestimmen, wo liegen die Daten. Liegen die Daten in meinem RZ, liegen sie bei Azure oder liegen sie bei Citrix? That's it. Das hier ist ein VPN-Tunnel. Citrix bezeichnet den als Mikro-VPN-Tunnel. Finde ich ein komisches Wording, weil es ist ein VPN-Tunnel. Dieser VPN-Tunnel wird aber nur aus der Sandbox heraus aufgebaut. Das heißt also, andere Applikationen, die auf dem Gerät sind, dürfen diesen VPN-Tunnel nicht nutzen.
ein Grund für Mikro. Und der zweite Grund für Mikro ist, der User merkt nicht, dass der VPN-Tunnel aufgebaut wird und kann diesen nicht konfigurieren. Das heißt, das ist hier anders. Deswegen brauche ich den Netscaler. Und da habe ich dann das Netscaler Gateway als Komponente. Und das Netscaler Gateway baut dann im Prinzip mit der Sandbox, das ist die Works-Applikation, die hier drauf läuft, die heißt Works Home. Und die initiiert den Aufbau des VPN-Tunnels. Es ist also keine gerätespezifische Einstellung, so wie man das aus dem iOS kennt, unter Einstellungen VPN, da taucht nichts auf. Deswegen kann der User das auch nicht konfigurieren oder löschen. Bei dieser Works Sandbox ist es ja egal, auf welchem Endgerät das im Prinzip läuft. Fast. Einschränkungen? Wo? BlackBerry geht nicht. Windows Phone hat nur wenig Works-Applikationen. Da stehen das heißt, nicht. Die Applikationen, die Apps, die dann im Prinzip. Ich kann ja jetzt nicht eine iOS-App. Welche Apps laufen denn in der Sandbox? Die gut programmiert sind. Die auf dem Windows Phone laufen, ja. Können die dann halt, kann ich diesen Works laufen? Bei ja, geht also. Applikationen. Also es ist plattformunabhängig. Citrix bietet eine SDK, die sie mitbringen und ja, wenn die Anwendungen eh schon entwickelt werden im eigenen Unternehmen, dann kann das halt recht unkompliziert nachgebaut werden oder angepasst werden. Korrekt. Richtig, das sind zwei Zeilen Code, die in die IPA oder APK-Datei mit einfließen müssen und dann kann ich das Ding im Prinzip so in dieses MDK, in MDX-Toolkit reinschmeißen und dann ist es fertig. Also das MDX-Toolkit durchforstet halt den Quellcode nach bestimmten Libraries aufrufen und fügt dort dann halt die ja, Citrix entsprechenden Variablen ein, damit sie halt die Verbindung ins Netzwerk halt zum Beispiel über den VPN-Tunnel laufen lassen. Aber das ist ja wieder ein massiver Aufwand für das Unternehmen. Das ist richtig. Das ist korrekt. Absolut korrekt, ja. Aber ja, Aufwand ist da, keine Frage. Der ist relativ. Bitte? Ja, also wenn Sie eine neue Version der App rausbringen, muss halt direkt neu gerappt werden, nennt es sich, und hochgeladen werden. Hält sich dann wie ein Public App Store, ist dann einfach bloß halt, dass Sie den managen. Ja. Also es ist im Prinzip ein Enterprise App Store, der damit angeboten wird. Das heißt also, ich lade die Sachen nicht aus meinem iTunes-Account raus, sondern kann wirklich in Works Home in den App Store reingehen und kann mir da die Applikation rausladen. Aber prinzipiell ist jede Applikation MDX-fähig. Dein Part. Ich überfliege mal ganz kurz Intune. Das ganze Paket nennt sich Microsoft Enterprise Mobility Suite, hat drei Komponenten als Inhalt. Als erstes Azure AD Premium, Mobile Device Management, also Intune, und zum Schluss noch Azure Rights Management. Azure AD ist Basiskomponente für so ziemlich viele Produkte von Microsoft aus der Cloud, gibt es einfach mit. Die Premium-Funktionalitäten werden, glaube ich, in einem Tech-Track gleich nochmal erläutert. Für uns relevant ist wirklich das Intune und halt das Rights Management kommt halt noch mit dazu. Genau, Premium bringt halt also simples Identitätsmanagement einfach und Azure AD Premium bringt halt eine höhere SLA mit und ein Multifaktor-Authentifizierungstool. Genau. Microsoft Intune. Im Prinzip größtenteils das gleiche, was Xen Mobile auch bietet oder halt alle anderen Anbieter am Markt. Ich kann meine Geräte mit managen, Inventarisierung, ich kann meine Applications managen und kann halt den Zugriff auf interne Ressourcen, wie zum Beispiel ein SharePoint, sei es On-Prem oder in der Cloud bei Microsoft, als auch die E-Mail-Konten halt beschränken auf Geräte, die gemanagt sind. Das ist halt Microsoft-bedingt halt ein kleines Einstellungsmerkmal, was andere Anbieter halt nicht können. Genau, dann wären wir schon beim bedingten Zugriff. Auf Englisch klingt es ein bisschen charmanter, Conditional Access. Ich überspringe mal die einzelnen Abläufe, wie es denn aussehen könnte. Sie sehen, auf jeden Fall sind die ganzen einzelnen Komponenten mit im Spiel. Und zum Schluss darf dann das Gerät mal
auf die Ressourcen zugreifen. Intune als beziehungsweise EMS als solches ist eine komplette Cloud-Lösung. Im Regelfall haben Sie, nicht nur im Regelfall, eigentlich haben Sie keine Installation bei sich im Unternehmen. Es gibt also eine Ausnahme, und zwar wenn Sie Intune mit dem System Center koppeln möchten, dann können Sie über den Config Manager auch Intune und Ihre mobilen Geräte mit konfigurieren. Sprich, Sie haben halt eine Konsole für alle Geräte im Unternehmen. Mittlerweile auch mit dem kompletten Funktionsumfang. Das war lange Zeit leider nicht so. Das ist halt so spezielle, wichtige Dinge in einem, ja, in einer Kopplung, die funktioniert haben. Das hat Microsoft mittlerweile zum Glück gelöst. Ja, man sieht, man kann die klassischen Windows-PCs, Servers, Macs, alles mit managen und halt ebenfalls dann auch die mobilen Geräte. Ähnlich wie Citrix bietet natürlich auch Microsoft eine Lösung zum Application Management und auch hier als kleines Alleinstellungsmerkmal halt die Möglichkeit, die Microsoft Office Produkte auf iPads und Androids und Windows Phones halt wirklich zu verwalten. Sprich, wir haben hier wirklich die Chance, aus einem Excel zu steuern, wohin die Informationen dürfen. Genau. Die Stille. Ja, die letzte Komponente ist das Rights Management. Microsoft hat mit dem EMS-Suite keinen wirklichen Sharing-Dienst wie Sharefile oder Dropbox oder halt auch OneDrive mit drin, sondern beschränken sich im EMS-Paket einfach nur darauf, die Rechte zu verwalten mit dem Azure Rights Management. Und dann kommen wir, glaube ich, schon auf, wie ich finde, zu den spannenden Parts, zu den Use Cases. Ja, Entschuldigung, es musste ein bisschen schnell gehen. Nee, ich wollte eigentlich den. Achso, Entschuldigung. Hier ein bisschen rumklicken. Okay, vielen Dank, Jens, für die sehr schnelle Vorstellung von EMS. Ich glaube, wir haben noch 15 Minuten deshalb. Wir haben nur noch 15 Minuten, schlimm. Okay, Use Cases, also eigentlich der wesentliche Kern. Warum brauche ich ein Enterprise Mobility Management? Office. Office ist ein Produkt, was jeder Benutzer nutzen möchte. Und zwar nicht nur hier auf seinem Fat-Client, den er ursprünglich mal in seinem Unternehmen hat, sondern vielleicht mittlerweile auch auf dem Notebook und ganz sicher irgendwann mal hier vorne. Und da ist natürlich die Frage, wie kriege ich den Benutzer dazu, dass er die Daten überall nutzen kann? Das betrifft vielleicht nicht jeden Benutzer, aber doch einige. Und über die muss ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. Ja, ja, das bringt ja auch ein Szenario. Ich glaube, viele Unternehmen kennen das Problem, dass die Mitarbeiter einfach hier Geräte mit ins Unternehmen bringen und diese nutzen möchten. Wenn man nicht gerade im Versicherungsumfeld ist, kann man da halbwegs kulant mit arbeiten, sage ich mal. Gerade in kleinen oder mittelständischen Firmen ist das durchaus möglich, dass man irgendwelche Agreements findet. Aber sobald es halt wirklich ins Enterprise-Umfeld kommt und jeder da machen könnte, was er will, ist man halt einfach... Ja, steht man einfach vor einem Problem und muss sich halt wirklich überlegen, was man machen möchte und wie man dem Anwender halt ja Möglichkeiten bietet, seine eigenen Geräte mit ins Unternehmen zu bringen. Ist in Deutschland auch nicht gerade ganz unkritisch, aufgrund unseres Datenschutzes und Betriebsräte, das ist immer sehr spannend. Ja, kann man sehr viel Zeit drüber verlieren, nicht verlieren, sehr viel Zeit investieren in dieses ganze Thema, wie man es im Unternehmen denn wirklich realisieren kann, ein Bring-Your-Own-Szenario. Die Frage ist immer, wo möchte ich meine Daten bereitstellen? Cloud ist immer ein Thema, auch heute noch. Viele Dienste werden nur noch in der Cloud angeboten und ich bin mir auch sicher, dass es viele Microsoft-Dienste in naher Zukunft, in ferner Zukunft nicht mehr wirklich in meinem RZ gibt, sondern ich darauf angewiesen bin, Cloud-Dienste zu nutzen. Da ist natürlich auch die Frage, wenn ich ein Enterprise Mobility Management System mir ins Haus hole, wo möchte ich das platzieren? Muss ich es aus datenschutzrechtlichen Gründen hier platzieren? Oder kann ich das auch in der Cloud betreiben? Und ist das vielleicht die charmantere Lösung für mich? Sind wir bei der Anbindung der internen Xen Desktop Farm oder was auch immer wir da haben? Natürlich, hier sollte man halt wirklich an das Thema rangehen, dass man das als Strategie sieht. Was bringt es einem, wenn man AirWatch einsetzt, aber im Background seine XenApp-Farm stehen hat? Es gibt keine Möglichkeiten irgendwie von Single Sign-On oder sagen Sie, Sie nutzen Intune und möchten auf die XenApp oder Xen Desktop-Farm, ist alles andere als schön für den Nutzer. Da sind wir wieder beim Thema Usability und ist ein Krampf, muss man ganz ehrlich sagen. Da sollte man sich also wirklich vorher Gedanken machen, wie richtet man sich aus oder wie ist man es schon ausgerichtet und hat der
Hersteller, den wir bereits einsetzen, eine entsprechende Lösung und können wir diese irgendwie für uns vernünftig implementieren, sodass wir unsere Anforderungen halt abdecken können. Verteilung von mobilen Applikationen. Möchte ich auf meine Endgeräte Applikationen verteilen? Sollte ich das tun? Beim Bring-Your-Own-Szenario ja, in jedem Fall. Habe ich vielleicht auch Line-of-Business-Apps, die schon in meinem Unternehmen vorhanden sind? Kann ich die irgendwie in das System mit einbinden? Und das sollte ich auf jeden Fall vorher prüfen, bevor ich mir über das Tool als solches, egal welches es ist, Gedanken mache. Und das heißt also, wenn jetzt irgendjemand gesagt bekommt, ja, da steht ja Citrix drauf, das macht der Citrix-Admin und das passt schon irgendwie, aber der mit den Anwendungsentwicklern nie gesprochen hat, wird es nicht funktionieren. Sind wir beim Daten- und Dateimanagement, das wir vorhin schon, glaube ich, mehrmals angesprochen hatten. Man muss halt irgendwie einen Weg finden, die Daten dem Nutzer mobil bereitzustellen. Dass die Nutzer einfach blind ihr eigenes Dropbox-Konto nutzen, ist definitiv keine Lösung. Man hat keine Ahnung, wo die Daten liegen, in welcher Cloud sie denn überhaupt gerade liegen und wer denn Zugriff drauf hat. Da muss man sich halt wirklich Gedanken drum machen, wie man es abdecken kann, wie man es abdecken möchte. Und dann halt auch natürlich wieder, mit welchem Produkt möchten wir es machen. Was bringt es, wenn ich OneDrive habe und das Citrix im Einsatz? Die Integration ist dort auch wieder nicht gerade die schönste. Fällt noch jemandem irgendwas ein, wo er jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt gerade im Kopf und möchte da jetzt vielleicht nochmal ein paar Worte zu verlieren? Ja, da kann man auch Microsoft keinen Vorwurf machen. Das Problem hat Citrix halt auch, das hat eine AirWatch halt auch. Die sind halt einfach darauf angewiesen, die APIs, die ein Hersteller ihm zur Verfügung stellt, sei es jetzt Apple oder Google, die müssen sie halt irgendwie bedienen können. Und wenn es darüber keine Zugriffe gibt, die man halt abbilden kann, dann gibt es diese Möglichkeiten einfach nicht. Und dass Microsoft oder wir eigenen Geräten alles verwalten kann, ist jetzt nicht gerade verwunderlich, wie ich finde. Ja. Und bei den Intunes ist es so, da werden richtige Apps drauf installiert, die können sie auf dem Server bereitstellen und die werden dann, nachdem das Handy eingeschaltet wird, irgendwann im Laufe des Tages automatisch installiert. Ja, man kann auch bei Intune geht beides, dass man auch die Public App Stores mit einbindet. Das Problem halt, was aber Intune dummerweise mit Apple-Geräten hat, man kann halt keinen App Store in dem Sinne bereitstellen. Das heißt, man bindet die Geräte ein, die Apps ein und dann werden die stumpf auf alle Geräte gepusht. Das ist, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon gefixt ist, aber das ist halt derzeit ein großes Manko, wie ich finde, bei Intune einfach. Ja, braucht man halt dann noch einen Config Manager hinter, ne? Ja. Ist aber halt schwierig, wenn ich schon meinetwegen ein Matrix 42 im Unternehmen habe und dann sage, ich möchte Intune einsetzen, dann muss ich mir dafür noch einen Config Manager reinholen, dann sagen die Leute, die Matrix betreuen, halt auch, das ist irgendwie blöd. Stimmt. Juhu. Wie sich mit iOS 9 alles ändert. Der Markt ist halt sehr schnelllebig im ganzen Mobility-Bereich. Das ist, ja. Man sieht es an den iOS-Releases. Sobald ein neues Release rauskommt, war es bei Citrix, plötzlich konnte man halt bestimmte sehr gewünschte Funktionen waren halt nicht mehr möglich. Ja. Da musste man halt, man hat knapp 2 Wochen Zeit gehabt, nachzuarbeiten und die Kunden zu kontaktieren, dass das halt so alles nicht mehr geht und halt sich andere Lösungen zu überlegen. Ist auf jeden Fall kein einfaches Geschäft und ist derzeit intensiv. Das ist richtig. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu, was schwirrt einem Menschen im Kopf rum, wenn ich an Mobile Device Management, Enterprise Mobility Management denke und was für ein Szenario will ich damit verfolgen? Was will ich damit eigentlich erreichen? Und um jetzt den Kreis zu schließen, Must-Have oder Hype, ich behaupte, es ist ein Must-Have.
weil ich mindestens 5 Geräte in meinem Unternehmen habe, die ich irgendwie verwalten muss in irgendeiner Art und Weise. Sei es mit dem BlackBerry Server 12, der mittlerweile relativ gut geworden ist, oder mit einem anders gearteten Tool. Aber ich habe mit Sicherheit irgendwelche Endgeräte, mobilen Endgeräte, die mit ins Unternehmen gebracht werden, wo einfach Sicherheit ganz klein geschrieben wird. Und das sind ganz, ganz hohe Risiken, die ich dann irgendwo habe. Wenn mir das Gerät jemand klaut, dann hat er alle meine Daten, hat Zugriffe und. Relativ simpel. Also ich bin der Meinung, man braucht es. Wollte ich gerade sagen, und als Unternehmen kriegt es ja im schlimmsten Fall gar nicht mit, dass das Gerät geklaut wird, wenn der Nutzer mit seinem eigenen Gerät unterwegs ist. Da wird der Arbeitgeber als letztes benachrichtigt. Dass die Geodaten automatisch aufgezeichnet werden und auch verwaltet werden können, sodass ich jederzeit sehen kann, wo der Mann sich befindet. Ja, ist aber auch. Ich glaube nicht, dass man mit so einem Windows Phone nicht weiß, das Unternehmen, wo sich der Mann befunden hat. Denn ich glaube, meine Güte, ich könnte auch feststellen, wo es dann da hingegeben ist. Theoretisch, also das ist nicht wieder Intune bezogen, sondern auf alle Geräte. Und sobald man aber Betriebsrat im Unternehmen hat, wird es sehr kritisch, eine Policy durchzukriegen, dass man die Geotracking-Daten der Nutzer durchgehend mitverfolgen kann. Das ist, da hat man nicht direkten Zugriff drauf als Admin. Ja. Das ist ein sehr heikles Thema, wo sehr viel Zeit mit dem Betriebsrat drauf geht, wo man argumentieren darf, was denn. Ja. Also, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich privat so ein Gerät habe, ich bin komplett überwacht von Apple und Google, da macht es mir gar nichts aus. Aber wenn mein Arbeitgeber plötzlich weiß, dass ich abends um 20 Uhr in der Bar war, ist das halt plötzlich das Schlimmste auf der Welt. Das ist. ja, korrekt. Das ist. Und ich meine, Geodatenüberwachung von Endgeräten gibt ja in manchen Szenarien auch einfach Sinn. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Businessvertrag, der nur deutschlandweit telefonieren darf und nicht im Ausland, dann will ich ja vielleicht informiert werden. Der Kollege fährt ihm halt doch häufig ins Ausland und ich muss den Vertrag anpassen. Oder ein einfach schönes Beispiel, wenn man auf dem Firmengelände unterwegs ist, dass man halt auf dem Firmengelände Zugriff auf SharePoint hat und sobald man das Gelände verlässt, ist halt der Zugriff auf SharePoint weg. Kann man auch schöne nützliche Dinge mitbauen, wenn man es dann aktiviert hat. Ja. Oder was VW gemacht hat, die einfach hingegangen sind und haben gesagt, okay, wenn ich auf dem Werksgelände bin, dann schalte ich halt die Kamera ab. Funktioniert aber auch nur mit Geodaten. Weitere Fragen? Schweigen. Vielen Dank an die... Doch. Weiß ich nicht, haben wir noch... Ja? Ja, super. Ja, los. Muss ich gestehen, nein, aber ich glaube, unsere MVPs, die unterwegs sind, die dürften da, glaube ich, ein bisschen mehr Einsicht drin haben. Ja. Ist halt trotzdem nicht schön, wenn der Config Manager benötigt wird, um einfach nur mobile Geräte zu verwalten. Gut, aber wenn ich den im Einsatz habe, dann ist es wieder was anderes, richtig. Sonst noch Fragen? Ansonsten sage ich Dankeschön. Danke. Ja. Was ist denn der Geschäftsführer Bock? Ich kann natürlich nicht erwarten, dass er erst meistens das Bring-on-Device und das Corporate-Rot-First enabled und so weiter. Was ist das? Was bedeutet das? Was ist, wenn er kommt und sagt, entwickelt mir eine mobile Strategie? Also wie würdet ihr da vorgehen? Jetzt über Technik gefahren, das ist schön. Ja. Mhm. Anforderungen definieren. Was möchte man überhaupt abdecken mit der mobilen Strategie? Wozu soll die da sein? Was möchte man dem Anwender geben? Was möchte man nehmen? Ja. Ich würde so anfangen, dass ich erstmal mir überlege, okay, was für eine Strategie soll es sein? Will der, dass meine Außendienstleute im Auto mit dem Tablet arbeiten können?
Möchte der vielleicht einfach auch selber sein iPhone angebunden haben? Möchte der beides? Das sind eben halt die rudimentären Fragen. Was will ich erreichen? Und nur wenn ich ein Ziel definiert habe, kann ich das Ziel auch erreichen. Und das ist ganz klar, wenn ich sage, ich spreche über eine Mobilstrategie und habe keinerlei weiteren Vorgaben. Dann definiere ich die Punkte, die mir einfallen. Ich spreche vielleicht mit Key-Usern aus verschiedenen Abteilungen. Was für Einsatzszenarien hättet ihr? Die nehme ich mit auf, gucke die nochmal durch, streiche vielleicht ein paar Punkte raus. Das definiere ich als mobile Strategie und gebe das dem Geschäftsführer und sage, bist du damit einverstanden? Das wäre mein konkretes Vorgehen. Also, wenn das so offen gehalten ist, kann ich nichts anderes machen. Dann muss ich eben halt wirklich mit den Usern sprechen. Weil es geht im Endeffekt nicht darum, dass ich glücklich bin als Admin. Das war früher mal. Heutzutage geht es darum, dass der Benutzer glücklich ist. Und es kommt halt auch immer an, was ein Unternehmen einfach macht. Wenn man, keine Ahnung, irgendwie seine Landmaschinen verkauft und man möchte die Tablets haben in den Geräten, die irgendwie aus wahren Wirtschaftssystemen draufkommen, dann ist das halt schon mal so die erste Anforderung. Das hat man halt irgendwie im Marketing halt eben nicht, sowas halt. Ne? Das ist halt, was ich eigentlich sagen wollte, es kommt halt immer aufs Unternehmen drauf an, was man halt wirklich haben möchte. So was Generelles einfach an die Hand geben, sondern so Best Practices kann man aus technischer Sicht gerne machen, aber halt nicht zu viel die Strategie. Nein, das halt wirklich sehr, sehr speziell, kann ich da nur zu sagen. Möchte ich meine BDE-Terminals in irgendwelchen Maschinenfabriken angebunden haben und da Tablets dranhängen haben, habe ich mit Sicherheit eine andere Strategie, als wenn mein Geschäftsführer sagt, ich möchte hier auf mein Excel-Sheet drauf zugreifen. Verstehe ich nicht, wieso man auf dem iPhone ein Excel-Sheet sehen möchte, aber die Anforderungen kann es geben. Das ist aber mit Sicherheit was ganz anderes, als wenn ich irgendwelche BDE-Terminals anwenden möchte. Also vielen Dank, das hilft. Weil ich glaube, dass da sehr viel was hängt, wenn ich eine Aufklärung auch leisten muss. Das ist ein Geschäftsführer, der nichts zu tun hat, da wissen, ne, was richtig, was nicht richtig ist. Ne? Ja. Wo geht es in eine technische Lösung rein? Also das machen dann die Experten, die Menschen entscheiden, ob es auch vermisst ist oder eine Rolle geben. Aber halt diese Leitlinien zu definieren, wie möchte ich eigentlich das Mobility in meinem Unternehmen benutzen, weil ich möchte zufriedene Mitarbeiter. Ja. Ja, boah, letztendlich doch eine Aufklärung und Beratung. Ich finde es aber schon mal sehr schön, dass du überhaupt so was Sensibilisches für dieses Thema und es halt wirklich wahrnimmt. Das ist halt leider auch derzeit immer noch nicht ganz gegeben halt. Ne? Von daher, schönes Lob, also ein Lob zurück an den Geschäftsführer. Ja, Dankeschön.